Vor langer, langer Zeit lebte im Königreich Gelomir ein Zauberer namens Zarok. Dieser arrogante, herzlose Mann hasste seine Mitbürger und ihr einfaches, friedvolles Leben. Und so beschwor er eine Dämonenarmee, um das ganze Reich für sich zu erobern. Der beste Krieger des Königs, Sir Daniel Fortescue, führte die Streitkräfte in der Schlacht gegen die unheiligen Horden an. Noch heute erzählen Lieder von seinem mutigen Ansturm, wie die Dämonenscharen vor ihm fielen wie Fliegen und wie er trotz tödlicher Verletzungen den Zauberer mit allerletzter Kraft vernichtete. An diesem Tage ging Fortescue als Held von Gelomir in die Geschichte ein. Und eine Zeit des Friedens begann, die 100 Jahre andauerte. Doch der Zauberer kehrte zurück. Ein gut platzierter Schild hat schon viele schlecht platzierte Helden gerettet. Und ich denke, damit ist die Intro-Sequenz vorbei. Und
Ich heiße euch nun herzlich willkommen zu Medieval. Was? Der Release ist doch noch unglaublich weit entfernt. Wie kann das sein, dass du da jetzt schon irgendwas in der Hand hast? Das ist unglaublich. Oh, und wir sehen unglaublich gut aus. Zum ersten Mal werde ich mich in dieser Spielewelt wagen. Ich habe noch nie irgendwie was davon wirklich mitgekriegt. Ich weiß, es geht um Skelett. Um Forteske. Also in ordentlich gesprochen. Irgendwie. Aber, Leute, keine Sorge. Es ist nur die Short-Lived Demo, glaube ich. Wir gucken mal kurz in die Option rein. Aha. Ich würde gerne die Musik etwas runter. Danke. Farbenblindheit? Nee, bin ich nicht. Danke. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Ich gucke mir jetzt diese Demo an und bin gespannt. Der Rick hat sich das gewünscht. Also kriegt der Rick das jetzt auch. Ja, so läuft das bei mir. Für nichts mache ich alles. Uff, das war ein Volltreffer. Dann Skript da. Raus aus den Federn, Dan. Ihr habt anscheinend eine zweite Chance für diese ganze Heldensache bekommen. Schnell lesen geht nicht. Er sieht schon schick aus. Sir Daniel Fortescue. Er ist auferstanden. Der Held von Gallimir, der in der ersten Runde auf die Nase fiel. Im Nebel der Geschichte wurde der Verlierer zum großen Retter erhoben. Aber wir kennen die Wahrheit. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Zarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Wir wünschen ihm Glück. Danke. Umdrehen. So, das bin ich also. Ich kann hüpfen. Ich kann... Was? Sitz! Nein! Dran pappen bitte wieder. Was war das? Boah. So möchte ich spielen. Das sieht schick aus. Kannst du bitte den Arm wieder dran setzen? Das ist mir ein bisschen komisch. Denn... Oh, ich habe was eingesammelt. Was ist das? Was? Laden. Aha. Okay. Laden. Macht er das jetzt? Warum wird mir das jetzt gezeigt? Warum kann ich hier nichts aktivieren? Okay, dann gehen wir zurück ins... Nein, wir gehen zurück ins Spiel. Oh mein Gott, was soll das? Ja, laden. Gut, dann nicht. Dann lade ich den später. Wow, das war jetzt schon aufregend. Alter, eine Schatzkiste. Können wir wieder... Ich möchte gern... Darf ich bitte die Kamera machen, wie ich mag? Oh mein Gott. Das sieht schick aus. Was ist das? Kann ich da was finden? Aber kämpft ja immer so. Kriege ich irgendwann ein Schwert? Also ich kenne mich hiermit halt echt nicht aus. Ach so, mit Gargoyle sprechen. Ne, das haben wir ja schon gemacht. So, bitte Kamera wieder wechseln. Mach das doch. Nähere dich einem Buch und drücke Dreieck. Wo ist hier ein Buch? Da ist ein Buch. Ihr müsst außer Form sein, nach 100 Jahren faulem Herumliegen. Ich war nicht faul.
Benutzt die Krypta, um eure zweite Chance in Angriff zu nehmen. Okay. Lies die Bücher in Dan's Krypta, um die Grundlagen zu erlernen. Alle gefundenen Schätze erhöhen. Münzen, okay. Danke. Was ist das? Achso, Münzen, na klar. Uah! Lebensflasche. Sternrune, habe ich nicht. Ich möchte, dass er seinen Arm wieder dran pappt. Wenn ihr die Krypta verlassen möchtet, findet ihr am Ende der... Runenstein finden, alles klar. Kann ich noch was machen? Was macht das Touch? Oh. Anfällig für Pfeile und alles andere. Der Helm ist anfällig für... Oh, kann ich den? Kann ich? Helm ausgerüstet. Ausgerüstet. Oh, cool. Ausgerüstet. Eine Schatztruhe. Oh, wie bei Breath of the Wild. Alter, guck mal, wurft euch hier. Manche Waffen haben außergewöhnliche Kräfte und Fähigkeiten. Probiert sie alle aus, um die sekundären Fähigkeiten kennenzulernen. Manche werden sofort ausgeführt. Andere müssen für ihr volles Potenzial erst einen Moment aufgeladen. Verstanden. Halte zum Aufladen. Oh, das ist ja cool. Aber mach das mal bitte nicht. Du findest den Runenstein. Kann ich hier... Ich will den nicht werfen. Ich hab doch... Achso, ich hab 100. Sauber. Ein Schwert. Was? Kupferschild. Oh, jetzt werde ich aber auch vollgehauen hier. Auf euren Reisen durch Galomir werdet ihr viele Objekte sammeln. Öffnet euer Inventar, um sie anzusehen oder zu verwenden. Ja. Dort findet ihr auch das Galomir-Buch, in dem alle Wesen verzeichnet werden, denen ihr begegnet. Es enthält Weisheiten, wie sie nur eine körperlose Stimme zu erkennen vermag. Das ist nicht okay. Da habe ich doch schon. Habe ich nur... Abrüsten? Nein, ausrüsten! Gut, was war da noch? Rüstung, Fernkampf... Ach so, das ist hier oben direkt eingeteilt, das ist ja cool. So, was? Oh. Und wie wechselt... Ach so, mit Dreieck. Das ist cool, das gefällt mir. Hallo. Sternrune. Töff, töff, töff. Der läuft so ulkig. Ja, Türen öffnen kann ich. Brauche hier kein super Tutorial. Medieval. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Ding. Weiß auch nicht, wie weit das jetzt geht. Halbe Stunde wurde mir angeteasert. Ich bin gespannt. Was denn? Kann ich auch woanders hin? Der Friedhof. War ich nicht gerade auf einem Friedhof? Take your first steps as a hero and slay some helpless zombies. They may seem cranky, but they just woke up from a nice long nap. Oh no. Why is it that the title is Der Friedhof and the subtitle is all in English? Eine Hand! Hand! Kann ich auch so stechen? Nee, schade. Was haben wir hier? So ein bisschen was an Kohle, aus der Fackel. Oh, jetzt! What, what, da, da! Neuer Eintrag im Galloway, 3%. 3% von hier oder vom gesamten Spiel? Vom gesamten Spiel wäre echt wenig. Willkommen zurück in eurem geliebten Galloway. Die stinkenden Toten haben sich zum Tanz mit den leblosen Lebenden erhoben und sie wollen es über eurem Leichnam tun. Das ist ein Fetisch, den ich so nicht unterstützen will. Ich bitte euch, den woanders auszuleben. Okay. Kann ich hier rein? Öffnen. Öffnet die Tür. Oh nein, ich kann die Gräber kaputt machen. Was, wenn es da was gibt? Ah, aber nicht alle. Das bestimmt auch nicht. Nee. Was? Nein, dreh dich länger. Dann hättest du mehr erwischt, Mann. Erfolg. Zerstöre alle Gräber. Schade. Kann der Doppelsprung? Nein. Na gut. Schauen wir mal, was wir hier noch... Oh, noch mehr Gräber. Noch mehr Gräber, sage ich. Zack, zack. Und jetzt mal hier auch richtig aufladen. Ah, ja! Yeah. Ach, heißt das... Ist das vielleicht, wenn man alle Gegner im Bereich besiegt? Oh, das ist ja cool. Bei 3% sind es 33 Gegner ungefähr. Oh, was ist das? Erdrune.
Kamera ist mir zu oft hinter ihm gerade. Bin mir manchmal nicht sicher, ob ich nicht doch invertieren muss. Meine Kamera. Was ist das da hinten? Da stinkt's. Was ist das? Ach doch, Heilung. So sah es mir nämlich auch aus. Zack. Weg mit dir, du Lümmel. Ich bin der beste Fechter im ganzen Land. Du bist kein Fechter, lese ich schon in den Kommentaren von Rick oder Shannon schreiend. So, ich habe die Erdrune. Nein, Chaosrune. Hab ich nicht, sorry. Kann ich nicht riechen. Yeah, oh. Drück dein Eins. Während eine um den. Oh. Hey, das ist bestimmt die Chaosrune. So, was? L1? Was? Ist das anvisiert gewesen? Das sah mir nicht so aus. Ah, du kannst nicht einfach alles wegwerfen, mein Freund. Was haben wir da? Noch mehr Kohle. Oh, ein Schatz. Also sieht doch bis jetzt ganz cool aus. Also so zum Spielen macht Spaß. Ist gerade ganz nett. Was? Töff. Erstmal heilen gehen. Heilen. Danke. Ich lese jetzt nicht die ganzen Bücher. Habe ich gar nicht das Interesse dran. Krieg ich da auch eine Info? 42, okay. Darf man sich so oft treffen lassen? Ja, wir müssen ihm auf jeden Fall die 100% irgendwie geben. Schmeiß mal 20 Gegner auf ihn drauf. Alles klar. Chef, verstanden. Was machst du da auf dem Boden? 75 schon. Da kam gerade der 1%, der am Ende übrig geblieben wäre. Ich mache euch alle rund. Ich sehe es doch. Ihr wollt's. Oh mein Gott, der ist gerüstet. Hier sind so viele Hände. Da was drin? Nee. Nicht, dass ich einen Schatz übersehe. Der Schatz im ersten Level, Leute. Das ist eine wichtige Angelegenheit. So, jetzt bin ich hier einfach durchgerast. Aber da war nur das Buch vorne, ne? Nee, mehr brauche ich nicht. Oh, der Schild ist cool. Oh, ich kann auch langsam gehen. Das gefällt mir. Sag mal, kann ich hier beten? Okay. Hallo? Was ist das? Was ist das? Was ist denn da? Alter, ich bin fast tot. Sekunde. Halt, machst du bitte die Tür wieder auf. Okay, jetzt gibt es 4 Richtungen, die man hingehen kann. Erstmal heißt es für mich zurücklaufen. Und aufheilen. Weil mit 30 HP gehe ich. Ich werde nicht in einer Demo sterben. Sowas gibt es bei mir nicht. Habe ich einen Heiltrank? Ja doch, stimmt. Fortfahren. Nee. Beenden der Karte. Ich beende gleich mal deine Karte. So, meine Frage ist, was hat es mit... Ah, hier, da kann ich nochmal das Buch lesen. Zeig her. Hallo. Dieses Objekt hier ist der Kelch. Mit jedem erledigten Gegner, der eine Seele besitzt, füllt sich der Kelch ein wenig. Füllt ihn und sammelt ihn dann ein. Dann seid ihr würdig, im heiligen Heldensaal eine neue Waffe zu erhalten. Alles klar, und überall gibt's einen. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir. Schwert? Dreh dich mal bitte weiter. Weiter. Oh, da ist eine Schatzkiste. Da komme ich bestimmt von hier aus ran. Zack. Zack, also, der Kelch. Den Kelch kriege ich. Ach, deswegen ist da auch. Ist das auch nur so ein. So ein weißes Ding. Was noch nicht ausgefüllt ist. Verstehe. Oh, was haben wir hier? Lebensflasche. Kann ich die irgendwie aktivieren? Warum wird das dann so schwarz? Ich möchte das nicht so von hinten spielen. Wo ist mein Schwert? Da. Ich mache einfach die Gräber kaputt, weil ich das Gefühl habe, das bringt was. Aber wo komme ich da unten hin? Ey, ich bin ein Erkunder. Wenn ihr mich jetzt zwingt, da runter zu hüpfen, dann werde ich das tun. Ich hab's getan. Das sind doch nicht die letzten 2 Gegner. Ich bin noch bei 95% oder so. Ach, und jetzt kommen einfach immer mehr. Ah, ja. Zack, zack, zack. Alle Prozente steigen nicht mehr. Kann ich ja erstmal hier durchlaufen, mich einfach nicht treffen lassen und gucken, ob ich noch Schätze finde. Ah, guck mal. Nochmal ein bisschen Kohle. Oh, kann Dan schwimmen, ist die Frage. Finden wir es heraus. Er kann da langlaufen.
Oh mein Gott, es ist sehr aggressiv gerade. Kupferschild. Was hatte ich vorher? Ausrüsten. Schild ausgerüstet. Was macht er da? Dan, hör auf! Lanscht ruhig etwas im flachen Wasser herum. Aber wagt lieber keinen Schwimmversuch. Gut. Denn für jene von totem Gemüt kann der Auftrieb ein Problem sein. Gut, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon zu weit. In der Demo, weißt du. Ich würde gerne nochmal zurücklaufen. Da vorne war auch eine Treppe. Richtig? Aber cool, dann heißt das nicht, dass man alle Gegner besiegen muss, sondern halt 100, also 100% Seelen. Ah, sehr schön. Dann möchte ich nämlich nochmal hier lang. Nee, hä? Wo bin ich? Nein, ich wollte zu der einen Schatzkiste. Ich wollte nochmal zurück. Wo ist denn hier ein Weg? Doch, hier ist ein Weg. Da ist ein Tor. Mist. Nein. Ah, da ist es. Aber hier ist eine Schatzkiste hinter. Da muss ich doch hinkommen können. Dan, los. Mr. Fortesque, zeigen Sie, was Sie können. Halt, der Kelch. Der Kelch, den Kelch können wir mitnehmen. Das machen wir. Ich würde gern schneller rennen. Oh, stimmt. Man kann nur langsamer gehen. Oh, guck mal, der leuchtet. Haben will. Der Heldensaal wartet. Oder öffnet sich das jetzt hier an der Seite? Guck mal. Nee, da komme ich gar nicht hin. Oder ich kann da rüber hüpfen. Was ist denn, wenn ich jetzt hier langlaufe? Ist dann das eine Tor hier offen? Nee. Aber ich kam ja hier die Treppe hoch. Mann, da weiß ich ja gar nicht, wo ich hin will. Kannst du da durchlaufen? Nee. Was hier? Auch nicht. Ach, dann bleiben die Kisten halt da. Hä? Wo ist die Treppe hin? Warum verliere ich hier alles aus den Augen? Ach, da war doch richtig. Aber wir gucken mal, ob wir da nicht doch noch weitergehen können. Oh, habe ich mir gerade die Knochen geschossen? Nee. Ist eine Lebensflasche. Gibt die mir mein ganzes Leben zurück, wenn ich sterbe? Was denn hier? Da nehme ich. Danke. Hat er sich gerade ausgekotzt? Lebensflasche benutzt. Ich bin gestorben. Das Spiel ist zu schwer. Waschai. Und haja! Und alle aus dem Weg! Ich bin Sir Daniel Fortes. Fortescue. So, mal gucken. Kann ich da rüber hüpfen? Achso. Toll, jetzt stand ich aber. Vielen Dank fürs Spielen. Okay. Das war's schon. Vorbestellen. Ja, und jetzt bestellen Sie mal bitte. Okay. Das war jetzt sehr erprobt, tatsächlich. Nein. Ich hätte mir noch gern die rote Tür angeguckt. Und in den Heldensaal. Aber vielleicht ist das dann halt jetzt ein Speicher, der da ist, wenn man das richtige Spiel spielt. Das war jetzt aber trotzdem sehr erprobt. Also, hätten sie irgendwie markieren können. Ach, okay. Gut, dann haben wir uns das angeguckt. Ja. Ich finde den Charakter ulkig. Also, hat jetzt nicht viel gemacht, aber er ist halt ein Skelett, ne? Was willst du sagen? Und ja, dann war's der Heldensaal. Kann man nur gespannt sein. Ich werde es mir auf jeden Fall dann holen. Ich werde es mir angucken. Ich freue mich drauf. Ich mag ja, wenn alte Spiele nochmal neu gemacht werden. Aber das kenne ich halt überhaupt nicht. Deswegen, vielleicht wird es dann ein Stream-Dingen oder so. Wer weiß, mal schauen. Ich freue mich da drauf. Und Rick, ich hoffe, du hattest Spaß hiermit. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt irgendwie was erfüllen konnte, weil ich kenne das halt nicht. Ich finde das Kampfdingen cool. Die Gegner waren mir jetzt ein bisschen zu stark tatsächlich irgendwie. Und die Attacken, mit denen konnte ich noch nicht viel anfangen, aber ich freue mich drauf. Gut, dann an der Stelle und ich sag tschüss, bis dann. Das war voll falsch. Ich sage immer tschüss.